Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier zum Airport Simulator 2013 mit mir, dem Niklas. So, wir führen hier gerade einen Auftrag weiter, den wir in der letzten Folge angefangen haben. Da haben wir uns anfangs doch etwas darüber aufgeregt, dass wir eben die Flugzeuge nicht sehen konnten auf der Minimap. Die mussten wir uns erstmal eigenständig suchen, das war schon ein Akt. Ja, dann haben wir einen Privatjet schnell startbereit gemacht. Und dann... Ja, was haben wir dann gemacht? Jetzt sind wir halt an diesem Jumbojet dran. Das ist die übliche Auftragsarbeit. Ist jetzt nicht besonders abwechslungsreich. Im Prinzip das, was wir letzte Folgen auch gemacht haben. So. Ich hoffe, das Entladen... Genau. Wir müssen nämlich nochmal entladen. Ich vergesse immer, dass wir dann die Fahrzeuge wechseln müssen. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Ja, und ich schlafe ja nach wie vor immer noch ein, weil dieses Spiel absolut nichts zu bieten hat nach einer gewissen Spielzeit. Keine Abwechslung oder sonst was. Tingeling. So, ich hoffe, das Entladen ist jetzt abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir als nächstes hin? Das ist auch wieder der große Vorteil an der Minimap. Hier wird uns nicht irgendwie angezeigt, wo wir hin müssen. Nein, nein, das muss alles selber gefunden werden. Zum Glück steht es hier in der Nähe. Also dieses Spiel hat so innovationstechnisch noch einiges an Lücken. Da müssen sich die Entwickler nochmal dran setzen und einiges verbessern bis zur 2014er Version. Oh, ich dachte gerade, entladen bliebe bei 50%. Jetzt würde ich sagen, holen wir mal das Enteisungsfahrzeug. Und enteisen den Flieger mal ein bisschen, weil es schneit ja. So. Ich hoffe, das reicht zum Enteisen. Und jetzt? Wie enteise ich noch gleich? Ich weiß es nicht. Irgendwie muss das dann gehen. Ach, sprühen CTRL, okay. Ja, ich hoffe jetzt, der sprüht auch. Sprüht der? Keine Ahnung. So, ich hoffe, der enteist auch brav. Eisen, enteisen. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das was bringt, ob wir das überhaupt brauchen. Ich glaube, wir brauchen das noch nicht mehr, oder? Dachte ich jetzt nur so. Hätte ja sein können, ne? Naja, dann fahren wir den auch mal aus dem Gefahrenbereich hier raus. Gefahrenbereich nenne ich das immer. So, was müssen wir noch tun? Wir müssen den betanken und danach schleppen. Ja, gut, dann holen wir am besten uns mal das Tankfahrzeug. Bin ich wieder meilenweit entfernt. Ich erinnere da nochmal an das Fiasko von letzter Folge, wo wir eben hier auf der Flughafenhälfte rumgegurkt sind vergeblich und wirklich intensivst gesucht haben nach... Moment mal. Ach, der steht ja hier schon. Ist ja praktisch. Jetzt hätte ich gedacht, der steht wieder in der anderen Flughafenhälfte. Wie gesagt, in der letzten Folge mussten wir halt intensivst danach suchen. Folgenrülpser wäre damit auch wieder erfüllt. Also wie gesagt, wir mussten... Ist das überhaupt mein Zielflieger? Ich weiß es nicht. Oder doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt.
Weil ich sehe hier nirgendwo diesen. Ah, doch, hier. So. Jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsaufgabe hier, das Betanken. Das, finde ich, haben sie gut gemacht. Wie man hier die Schläuche andocken muss und dann die diese Schlösser da verriegeln muss. Das ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Aber am Rest könnte man, wie gesagt, noch arbeiten. So. Betank, 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 betank. Tral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 
So. Dank guter Navigationsansicht. Man kann hier übrigens nicht wirklich viel an der Ansicht ändern. Und präziser Steuerung. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Löwenaufgabe hier. Wir müssen den Jumbo Jet in dieses gelbe Feld da rein schleppen. Es wird auch wieder ein großes Vergnügen. Ich weiß noch, wie wir letzte Folge da irgendwie 20 Minuten. Ne, es war nicht letzte Folge. Vorletzte Folge, als wir hier mit dem Ansgar zusammen noch gespielt haben. Alter, da haben wir echt 20 Minuten daran gesessen, den Jumbo Jet da irgendwie reinzubuxieren, weil der ließ sich einfach nicht steuern. Und dann ist er auch noch immer an diesen scheiß Pollern da hängen geblieben, obwohl es da nichts zum Hängenbleiben gab. By the way, unsichtbare Wände sind immer was Tolles. So. Der sollte jetzt einigermaßen präzis auf der Route sein. Wenn nicht, dann schieben wir ihn nochmal so weit. So. Und rein mit dem Teil, komm. Die machen wir jetzt noch gerade. Dann müssten wir ihn gleich präzis im Ding drin haben. Jawohl, zack. Mission abgeschlossen, erfolgreich, benötigte Zeit, Wertung C. Naja, C. Gut, wir haben auch ziemlich lange gebraucht. Der Auftrag hat sich über 2 Folgen erstreckt, muss man sagen. Ja, und wie es dann weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn es dann wieder heißt, Günther Presches bedient oder rettet oder was auch immer den Flughafen. Bis dahin.